Ja, hallo liebe Freunde, hier ist wieder Uraguk wieder mit einem Unboxing. Ich mache das Unboxing, weil ich bei Aukitel immer toll überrascht bin, wie wundervoll die Leute die Sendung für den Import vorbereiten. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst beim Auspacken mal auf den Inhalt dieser Box. Wir schauen die Box uns von außen an. Die ist also gekommen mit diesem Etikett, mit dieser rückseitigen Beschriftung. Die enthält beim K6000 Pro zunächst die wichtigsten technischen Daten. Aber wichtiger ist hier der Hinweis auf die CE-Zertifikation. Also von außen sieht das schon mal so schlecht nicht aus. Die übliche Verpackung ist bei Aukitel immer orange. Wir werden jetzt sozusagen mal die Schachtel öffnen, um zu erfahren, ob Aukitel immer wieder neue und gute Qualität liefert. Natürlich kommt zunächst das Handy zum Vorschein, eben das von mir genannte. Das stelle ich dann immer erstmal zur Seite. Ich halte die Spannung etwas aufrecht, um anschließend euch sozusagen das Ding vorzustellen. Aber was ihr schon hier seht, auch da ist ja sorgfältig gearbeitet. Das erfreut immer wieder beim Auspacken meine Augen. Ihr seht, der Auswerfer ist hier sorgfältig aufbewahrt. In diesem Kuvert befinden sich dann einige technische Unterlagen. Welche, das schauen wir uns einfach mal an. Ja, es kommt das Quick Guide zum Vorschein. Das Quick Guide enthält Sicherheitshinweise, die auch in Deutsch sind. Das ist ganz wichtig für den Zoll. Und einige Hinweise zur Bedienung. Wir erhalten natürlich auch eine Garantiekarte mit, die uns allerdings in Deutschland eher nicht so toll viel nutzt. Wichtig ist, dass wir diesen kleinen Fleischspieß hier sicher aufbewahrt haben und den also nicht übersehen oder leicht verlieren können. Natürlich kommt auch eine zusätzliche Schutzfolie mit einem kleinen Tischlein zum Aufziehen mit und die zwei obligatorischen Schächtelchen, die hier wirklich auch beim Entpacken sozusagen Spaß machen. Ihr seht, da gibt es sozusagen Öffnungshilfen. Da wird sich ein Kabel darin befinden, nämlich dieses ODG-Kabel. Das ist immer nützliches Zubehör, vor allen Dingen, wenn es dann auch an das Handy angepasst die richtige Länge ist. Und in der anderen Kiste wird sich sicherlich das Steckerladenetzteil befinden. Und das schauen wir uns doch schon mal genauer an. Es ist also schon ein sehr kräftiges Ladenetzteil. Und natürlich kommt auch noch das zugehörige USB-Kabel mit, das USB-Laden- und Ladekabel. Ihr könnt hier erkennen, es ist vom Typ A, also USB 2.0 Typ A, also nicht Typ C. Und jetzt natürlich das Objekt der Begierde. Wir nehmen uns mal das Handy aus der Halterung und das seht ihr, hier ist sogar noch eine Silikonhülle beigefügt worden und das macht natürlich auch toll viel Spaß. Wir müssen also nicht nachordern. Das ist ein nützliches Zubehör, schützt das Handy sicher vor Beschädigung an der Rückwand und außerdem liegt es dadurch besser in der Hand. Das ist natürlich sozusagen gerade ein optischer Leckerbissen. Ihr seht hier metallisch würgend. Es ist aufgeklebt eine Folie, die erklärt uns, wie die SIMs einzulegen sind, beziehungsweise wie die SIM und eine TF-Karte einlegbar ist. Und hier natürlich noch die obligatorischen Hinweise zur E-Mail. Und liebe Freunde, und hier seht ihr, schimmert sozusagen die Herstellerbezeichnung und die CE-Nummer mit der Nummer des zertifizierenden Institutes und ein Herstellerhinweis. Hier seht ihr auch den Fingerprint, die Kamera und das Flashlight. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Schutzfolie aufgebracht. Hier oben seht ihr die üblichen Elemente, Kamera, Lichtsensor und Hörer. Hier unten die Touch-Tasten. Auf der Unterseite befindet sich der USB-Mikro-Eingang, hier das Mikrofon und auf der Oberseite eine Buchse für einen Klinkenstecker des Headsets. Und hier die üblichen Schalter auf der rechten Seite sitzen allerdings ziemlich hoch. Das bemängle ich immer wieder. Auch diese sitzen ziemlich hoch. Ich wünsche die mir immer etwas weiter unten, weil ich habe ja kleine Hände. Auf der anderen Seite ist dieser Schacht, der hier nochmal erklärt ist. Ich blende im Video
dann Bilder ein, um das Detail viel besser hervorzuheben. Jetzt könnte ich an und für sich schon beenden das Ausbacken, aber mich fasziniert dann immer sozusagen das Metallgehäuse, und da gibt es von mir diesen Klopftest, der immer am sichersten nachweisen kann, ob es Metall ist. Machen wir den obligatorischen Klopftest. Hier kann man das also durch das Kratzen auch ziemlich gut hören. Ja. Die Unterschiede, also Plastmuffen, metallische Rückwand, metallisches Chassis, umlaufend um das Handy. Das ist schon eine tolle Sache, fasziniert mich jedes Mal wieder. Und wenn man dann genau hinschaut, gibt es auch dieses 2.5 Arc Display. Das heißt also, es ist hier leicht gerundet an den Kanten. Auch da versuche ich euch Bilder einzublenden, um das noch deutlicher werden zu lassen. Und da ist natürlich auch eine kratzfeste Beschichtung vorhanden. Zum Abschluss des Auspackens dann wieder das Gewicht bestimmen. Ich versuche das jetzt mal einzuschalten und schalte auch meine Waage ein. Und mittlerweile kommt's. Wir legen das also auf die Waage und seht, wir haben ein Gewicht von 220 Gramm. Das ist natürlich dem großen Akku geschuldet, dem Leichtmetallgehäuse. Das bringt schon ein klein wenig Gewicht mit. Liebe Freunde, das war das Auspacken. Es hat mir wieder Spaß gemacht, ein Handy der Firma Aukitel euch beim Auspacken zu präsentieren, weil da überraschen mich keine irgendwelchen negativen Dinge. Ich habe schon eine Menge von Aukitel ausgepackt. Die haben immer hervorragende Qualität und einen optischen Genuss bewiesen. Ich mache euch scharf auf mein Feature-Review. Das wird auch in Kürze im Netz stehen. Und dann werdet ihr das Handy etwas näher kennenlernen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.